So, ich war bei trendaffe.de shoppen und habe da Bloody Fridge Magnets gesehen. Also da habe ich mir gedacht, 48 Magneten für 1 € oder 1,50 €. So, ich hoffe, dass auch diese blutigen Hände dabei sind. Das ist natürlich ein Schnapper und die nehmen wir einfach mal mit. Schon hat man wunderschöne Kühlschrankmagneten. Ich weiß natürlich auch nicht, wie groß bzw. wie klein sie sind. Sie werden wahrscheinlich. Okay, sehr interessant. Da kann ich dann irgendwas. Es müssten jetzt zwei sein. Sind es nicht zwei? Sind das? Ich habe keine Ahnung, was das soll. Ah, wartet. Okay, sie sind sehr dünn und sind zusammen. Ja, es sind einfach nur relativ dünne Kühlschrankmagneten, die man einfach hier so raustrennen kann. Zack, dann habe ich hier das N vielleicht. So. Sieht man ja. Ist einfach mal nichts. Kann ich einfach nur irgendwas Krankes an den Kühlschrank schreiben? Wenn man das als Magneten bezeichnen kann, ich weiß auch nicht, weil es alles ist doch recht dünn. So. Lassen sich auch super leicht raustrennen. Ich weiß noch nicht, was ich an meinen Kühlschrank ranschreiben werde. Irgendwas Geistesgestörtes, glaube ich. Na komm, raus. So. Doch, die lassen sich super raustrennen. Das sage ich jetzt eher so lange, bis ich, und die Hände sind auch dabei. Die Händebräue liebe ich und würde ich auch gerne als, also in ein bisschen größer haben. Das Kühlschrankmagnet, das wäre schon ziemlich nice. So. Ich sage das jetzt. Hatte ich meinen Satz beendet? Ich weiß es nicht so genau. Ich sage, es geht ziemlich einfach, bis ich den ersten zerreiße. Und dann rege ich mich auf. So sehen die auf jeden Fall aus. So. Gibt nicht viel zu erzählen. Auf jeden Fall waren sie relativ günstig. Gab es auf www.trendaffe.de. Werde ich euch auf jeden Fall. Unten verlinken, ist klar. Unten so. Könnt ihr ja einfach mal reingucken. Da gibt es viele witzige Gadgets von Klobürsten mit Pistolenform und was gibt es denn noch? Da gibt es so viel Shit. Lohnt sich auf jeden Fall mal hinzugucken, auf jeden Fall gerade so. Oder mal drauf zu gucken für alle Nerds und Geeks. Welche, die sich halt ein bisschen. Ja, crazy einrichten wollen. Oder was gibt's noch? Ein Badevorhang mit blutverschmierten Toilettenvorleger oder ich glaube auch blutverschmierte Handtücher, Zombie-Handtücher und so weiter und so weiter. Da gibt es so viel. Ah, ich bin jetzt hier voll konzentriert und ich werde immer schneller. Muss ich ja mal zugeben. Wie gesagt, guckt einfach mal auf die Seite rauf, ist ziemlich nice. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob die sogar portofrei ist. Ich glaube, ab 29 € oder so ist die portofrei, die Seite. Aber das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, müsste ich nachgucken, aber das seht ihr ja dann selber. Ich wünsche euch noch einen schönen nerdigen, lass los, einen schönen nerdigen Tag. Bis denn dann, ciao.